Okay, kommen Sie. Ich gebe Ihnen mal die, die Watch und dann. Schön, können warte, Sie ihn ich will nur kurz den Riegel schön essen und dann geht das direkt los. Yes, don't worry. So, perfekt. Right. Wir haben hier die Brown Gold, so wie Sie gerade gesehen haben bei mir. Mhm. Warten Sie. Oh Gott. There you go. Alles klar. Probieren Sie mal an und wir gucken kurz, wie Ihnen das, wie Ihnen das aussieht. Einfach damit wir sicher sind, dass das. Oh yeah. Oh, das sieht gut aus. Ja. Das steht mir. Absolut, das sieht ja. Sehr gut aus. Ist das abgehoben, wenn man sagt, dass mir das unglaublich gut steht? Absolut nicht. Dade. Ein kleines bisschen schon. Ah, das steht mir unglaublich gut. Yes. Sehr schön, sehr schön. Sieht wundervoll aus. Wie hat sie gesagt, ich pulle den Trigger. Perfekt. Gut, dann haben wir das hier. Und dann würde ich sagen. Für Ihre Frau, ich hole noch die andere Uhr. Und dann machen wir die Zertifikate fertig. Ich muss sie unterschreiben. So. Was soll? warte, das war 28. Gut, dass ich mir das alles aufgeschrieben habe. Schwarz-Gold. Vielleicht arbeiten die da auch gerade dran. Das kann sein, dass das deswegen so ist. So, ich muss kurz. Kleidung. Uhren. Ja, diese. All right. Okay, dann haben wir hier die schwarze Rolex Lady Watch. Probieren Sie mal an. Nehmen. Das, ja, die ist mir leider ein bisschen zu groß tatsächlich. Oh no. Sie ist zu groß. Das Uhrenarmband ist leider zu groß. Oh. Ah, das ist ärgerlich. Das ist natürlich, da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht eine Möglichkeit finde, darin zu arbeiten. Warten Sie, vielleicht Rolex. Ich muss mir das aufschreiben. Ich gebe Ihnen die erstmal wieder zurück. Machen Sie. Für Frauen. Bitte sehr. Ja, dann werde ich mal kurz schauen. Was haben wir denn hier das Problem? Gut, dann werde ich mich direkt mal mit dem Goldschmied auseinandersetzen und gucken, ob wir das vielleicht customizen können. Dann können Sie die haben, aber... Ah, das wäre super. Dann werden wir schauen. Oh, uno secondo. Señor Jesus. Hm. Sí. Es waren 3 Wagen mit 3 Kisten und einer Markierung. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Haben Sie die Markierung? Er legt mich auf. Okay, ich glaube, er hat gefett fingert. Brauchen wir es nicht. Er sagt, es waren nur 2 Kisten. Er hat nur 50 Magazine. Hm. Das ist war jemand anderer Steller, würde ich sagen. Oder das wollte ich auch behaupten. Maybe. Okay. So, was ist jetzt?
Die Jesus hat sich gemeldet und hat gesagt, er hat zwei Magazine, zwei Packungen Magazine aus zwei Fahrzeugen und den dritten nicht gefunden. No, er sagt, es waren drei Fahrzeuge, aber nur zweimal Munition. Also er hat nur 50 Magazine und er hat kein. Und dann habe ich gefragt, haben Sie die Markierung? Und dann sagte er, uno secundo, und hat aufgelegt. Hm, interesting. Okay, dann machen aber wir 50 die. Das macht überhaupt keinen Sinn. Absolut das macht, nicht. Oh, uno secundo. Señor Jesus. Es waren zwei Wagen mit jeweils 30 und einer mit 40. Ah, Telefon runtergefallen, sehen. Dann wollte ich sagen, waren Sie wohl nicht der Erste vor Ort? Sie ist sehr deutlich erkennbar. No problemo, adios. Sie waren nicht die Erste vor Ort. Ja, aber ich verstehe nicht, wie kommt man denn auf 50? Wahrscheinlich, weil die anderen die Reste haben. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Dann vielleicht haben die Wagen nicht leer geräumt. Vielleicht waren die erst an zwei Fahrzeugen dran, haben eine komplett leer geräumt, haben die anderen nur ein bisschen leer geräumt und haben trotzdem die Signature mitgenommen. Aber wenn in drei Fahrzeugen jeweils zweimal 30 gewesen sind und einmal 40? Also die mussten dann mindestens, wenn dann 60 haben, anstatt 50. Hm. Und das Ding ist... Wie hast du die denn verteilt? Naja, die Rebels hatten jeweils 30 Magazine in der Kiste. Und der große Loader, der hatte 40 Magazine in der Kiste. Genau so habe ich es aufgeteilt. Also ich habe keine Ahnung, wie sich dann die 50 zusammensetzen. Das wird eine interessante Geschichte, habe ich so das Gefühl. Mm-hmm. Sehr, weil die auch erstmal erklären müssen, warum es nicht verdammt nochmal 100 sind. Ich wollte die komplette Ware zurück. Ich bin sehr gespannt. Okay, das heißt, die Latin Kings haben jetzt nicht die Munze. No, und aber 50 Magazine. Und was ist mit den AOD-Leuten? Haben sich noch nicht gemeldet. Sollte man das mal vielleicht mal hinterher fragen? No. Wir haben eine Deadline gesetzt von... Okay. Eine Stunde in 30 Minuten, das ist in einer halben Stunde. In einer halben Stunde. Sí, señor. Wir machen so lange erstmal... Ohne Sekunde, Señor Alice. Ah. Sí. Kann ich jetzt im Augenblick keine Auskunft dazu geben? Ich melde mich in ein paar Minuten bei dir nochmal. Okay, bis dann, adios. Das war Signora Liz von den Lost in Sea. Die Frage nochmal wegen dem Termin heute Abend, wann das stattfinden soll. Ah, okay. Ah, stimmt, wir haben ja zusätzlich getalkt. Alright, lassen Signor wir uns Max jetzt erstmal fertig machen. Genau, machen wir die Uhr erstmal. Awesome. Das wird sich schon jemand melden. Alright. Gut, okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich gebe Ihnen jetzt ein Echtheitszertifikat bezüglich die Watch und ich werde Ihnen eine Rechnung stellen. Wir machen trotzdem die Preis. Ich würde sagen 20.000. Alles klar. Und ich denke, das ist trotzdem ein super Preis. Ich bin hochgradig amüsieren. Oh, kann ich keine Rechnung stellen? Bin ich komplett fertig oder was? Oh, wait a minute. Maybe now. Rechnungssystem war noch nicht aktiviert. Ja, ich muss die Karten Laser Gerät holen. Sehen. Das ist immer pretty, stupid for me. Da gibt es so ganz tolle Apps, die kann man sich mittlerweile auch auf das Smartphone laden. Das haben wir auch schon getan, deswegen wir können überall jetzt mobil mit dem Smartphone abrechnen. Alright. Wäre vielleicht auch was für Sie. Ich stelle Ihnen jetzt die Rechnung. Sehen, alles klar. Einmal die Platinum-Karte durch. Awesome. Und Sie kriegen hier, wait. Lassen Sie mich kurz. Die dazugehörige Echtzeitzertifikat unterschrieben. Sie sehen hier die Watch, die Sie geholt haben. Ja, Grand Seiko. Dass sie dazugehörig ist. Und es ist unbedingt erforderlich, dass Sie das beide voneinander trennen und bei einem Weiterverkauf oder bei einem Service, den Sie auch hier machen können, die Certificate und die Watch at the same place haben, right? Damit nachweisbar ist, dass Sie Garantie haben. Bei Watches in dieser Art haben Sie lebenslang Garantie. Das sind so hochwertige Produkte, da wenn Sie nicht eigens verschulden was machen, dann wird regelmäßig Service gemacht.
Und dann ist das gut. Perfekto. Dann der Service ist für Sie for free. Das kostet nichts. Und bringen Sie einfach, wenn Sie das Gefühl haben, es muss mal durchgecheckt werden, bringen Sie vorbei. Alles klar. Muchas gracias. Awesome. Dann, Senores, hattet ihr dabei was gesehen, was euch gefallen hat? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ihr das noch kaufen konntet. Ich kann auch noch mal separated was machen. Aber erstmal will ich gucken, wer von Ihnen hat eine Uhr? Ich habe eine Uhr. Wir haben beide eine Uhr. Wir haben dieselbe, genau. Ich hab meine nicht Sie dabei. Haben die Jacob & Co. So, ich gehe davon aus... Oh, das ist Mr. Breezy. Wait a minute. Breezy! Oh, es geht. Ich habe hier gerade Customers schon, the first one. Oh, sehr gut. Ja, perfekt, dann stelle ich mich mal dazu und hör zu, oder? Yes. Ja, perfekt, Mann. Können wir gleich mit in die Ausbildung mit reinpacken, damit Mr. Breezy das auch schon mal gehört hat, right? Mr. Breezy, wir haben jetzt hier gerade ein Problem. Jo. Der Customer kommt zu mir und hat eine Uhr ohne Certificate. Das heißt, die first thing we need to do is, wir müssen überprüfen, ob das eine Jacob & Co. Original ist. Weil das ist Jacob & Co. und ich würde den Customer jetzt bitten zu sagen, okay, geben Sie mir bitte mal die Watch. Ja? Also geben Sie ruhig mal rüber. Ich würde mir das mal angucken. Natürlich. Alright. Puh. So. Gut, dann gucke ich mal kurz. Breezy, kommen Sie mit. Na klar. Dann kann ich Ihnen zeigen, wie die wichtigen Indikatoren sind für Fake Watches, okay. Right? Ah, ich verstehe, ja, das ist gut zu wissen, Mann. Okay, ich werde jetzt Folgendes erstmal machen. Ich überprüfe erstmal Grant's Grope, ob die Main Signature Points of this Watch align with the original one. So, ich habe hier ein paar Indikatoren, die klar sind. Und zwar ist es gucken Sie mal durch die Lupe hier. So ein kleines Monokel, right? Und wenn Sie sehen Sie diese ungeraden Linien ja, und dass es so ein bisschen zackig ist. Ah, jo, stimmt. Ja, jetzt ist es mit der Lupe. Es ist ein Indikator dafür, dass das vielleicht nicht eine Original ist. Und wo wir jetzt am meisten gucken können, ist bei der, wenn wir umdrehen die Uhr. Ja. Bei der Nummerierung von dem Uhrenwerk. Ah. Weil die sind, in der Preisklasse sind die Uhrenwerke so stark nummeriert, dass wir hier einfach eingeben können. Und dann kriegen sie sofort nicht vergeben. Und dann haben sie den eindeutigen Beweis, dass das ärgerlich. Eine Uhr ist, die keine Original ist. Ne? Keine Original ist, ja. Ärgerlich für den Kunden. Ja, und jetzt haben wir müssen wir gucken, ja. Der Kunde hat es gekauft für wahrscheinlich deutlich unter Marktwert, aber wir müssen sensibel bleiben. Der kriegt entweder die Uhr zurück oder wir zerstören sie. Ich würde vorschlagen, bei einem Kunde, der eine Uhr hat, die gefälscht ist, geben wir eine gewisse First-Time-Customer- Robbery Rabatt, right? Der wurde Das hört sich gut an, Mann. Der wurde halt übers Ohr gehauen und wir würden das von einer richtigen Real One abziehen. Mit Certificate. Ja, das hört sich fair an. Also ich würde mich als Kunde freuen oder als Kundin. Ja, das ist so, das ist zumindest das, was ich machen würde. Und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, wenn die damit durch sind. Und das ist so der Ablauf. Wenn der Kunde Ihnen kein Zertifikat zeigen kann zu der dazugehörigen Watch, dann erstmal überprüfen. Ist for sure confirming, ob es eine echte ist. Ah, okay, ich verstehe schon. Das ist ja so wie bei meinen Schuhen, ne? Bei den Breezys. Da kann man immer die Schnürsenkel überprüfen und dann den Barcode hinten auf dem Karton. Ja, ist ähnlich. Exactly. Ah, ich verstehe schon. Das ist very important. Ah. Awesome. Ja, sehr gut, großartig. Müssen wir gucken. Ja, wer es aufnimmt. Und der die Tür nochmal aufnehmen, bitte. Herr Breezy, can you open the door, please? Ja, gar kein Problem. Thank you. Ich muss mal kurz noch wohin. Tony. Ja. Ja, bad news. Das ist eine gefälschte Jacob & Co. Wir haben das Uhrenwerk überprüft. Wir haben erst Indikatoren auf der Luminette gefunden. Das heißt, wenn man das anguckt,
oben, siehst du das? Dann ist Auftragen von die ganze Graphics nicht sauber. Mm. Und wenn man die Uhr umdreht, können wir die Seriennummer überprüfen und die Uhrenwerknummer. Und die ist leider auch nicht in unserem Uhrenportal verfügbar. Was ein eindeutiger Beweis dafür ist, dass es sich um eine Fake Watch handelt. Okay, eine Sekunde mal eben. Wer weiß davon alles, dass sie gefälscht ist? Ja, Sie sind jetzt der Einzige, der das weiß, aber ich kann Ihnen natürlich sagen, Sie haben kein Zertifikat dazu, ja, right? Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Nun, ich würde vorschlagen, Sie, ich empfehle den Customers immer Zerstörung. Die muss destroyed werden, weil das die evaluated alle anderen Uhren, die auf dem Markt sind. Verstehen Sie? Verstehe ich. Ja, dann machen wir das. Und ich würde vorschlagen, dass Sie einen besonderen First-Time-Robbery-Robert bekommen. Sie wurden übers Ohr gehauen, aber ich will Ihnen den Preis, den Sie bezahlt haben für die Uhr. Was haben Sie bezahlt? 3000? Richtig. Ja, würde ich Ihnen von Ihren einer echten Uhr abziehen. Das heißt, Sie, Bescheid. Okay. Sie kriegen bei einer Watch hier, kriegen Sie Warum dann ist die Feuerwehr da? Abgezogen. What the fuck? Brennt's? Ja, der Laden. Gut, dann werde ich erstmal zerstören. Alles klar, machen wir so. Okay, der wunderbar. Laden ist lit, aber es brennt. Awesome. Ja, dann wird die Uhr von Jackson aber auch nicht echt sein. Ja, es könnte sein, dass das eben so serious ist. Jackson? Ja, Tony. Was haben wir hier für ein Problem? Ja, die wollen eine Brandschutzbegehung machen. Ne? Ich habe erstmal gefragt, was die wollen, bevor ich irgendwen reinlasse. Wir haben Kunden im Laden. Yes, das ist natürlich difficult, right? Ich würde gleich mal mit denen sprechen und dann gucke ich mir das mal an, right? Ja, kein Problem. 100.000 Steine auf dem Tisch liegen. Awesome. guten Tag. Sie wollen, was kann ich für Sie tun? Ich bin Jordan Smith, ich bin der Besitzer von dem Geschäft. Ja, wir würden gerne eine Brandschutzbegehung machen in Ihrem Geschäft. Eine Brandschutzbegehung? Ja, das ist richtig. Gut, das Problem ist, ich habe most valuable customers and Equipment gerade da. Und ich will Ihnen natürlich nicht zu nahe treten, aber das ist der Grund, warum wir die Türlack beschließen. Right? Damit niemand irgendwas mitnimmt. Right? Ja. Ich kann Ihnen jetzt in die Short-Time-Fenster jetzt hier nichts anbieten, dass Sie reinkommen können. Aber wenn Sie einen Termin machen, dann können Sie gerne gucken. Sure. Okay. Moment, ich spreche das mal eben kurz ab. Yes. Da kommen wir bestimmt auf eine Lösung. Ja, no problem. Ja, ich will natürlich mit die ganzen Conditions hier konform gehen. Ja? Brandschutz und so ist important. Auf jeden Fall, ja, gerade bei Ihrem Laden, ne? Ja, that's most valuable. Wir haben den natürlich jetzt neu gemacht von Paletti und Partner, right? Mhm. Das sollte also alles nach dem neuesten Standard sein. Ja, ja, richtig, richtig. So, was okay. was machen wir? Wie sieht's denn terminlich bei Ihnen aus? Jetzt sagen Sie einfach, wann Sie gucken wollen und ich gucke, dass ich da was freien habe. Also wie schauen Sie? Ja, wie wär's denn direkt mal morgen? Tomorrow. Sagen Sie Uhrzeit? Uhrzeit so gegen sind wir relativ ab, flexibel. Ab 8 o'clock vielleicht? So ab 8 Uhr? Ja, wollen wir es direkt dann machen? Ja, dann ja. machen wir ja. 19.30 Uhr vielleicht. Und das dann kommen Sie vorbei. Alles klar. Okay, dann machen wir das so. Awesome. Thank you. Perfekt. Dankeschön. Ja, bis morgen. Ciao. Bis morgen. Incredible. Die machen eine Brandschutzbegehung morgen 19.30 Uhr. Ja, sag ich ja. Ja, die sind für die Sicherheit da. Okay, sehr gut. So, Tony, ja. Ja. Kann ich offen darüber sprechen, was gerade passiert ist? Oder wollen? Natürlich. Jackson hat mir die ja gekauft. Also bitte ja. Offen reden. Na, Mr. Jackson, das war eine Fake Watch, right? Ja, bin ich schon von ausgegangen bei dem Preis. Wir haben die Uhr kostet im Original $40,000. Right? Und das ist nur die Value, die ich bei hier abgeben kann. Das heißt, die ist im Second Market ist die most valuable. Die ist all over the place, right? Mhm. Die steigt natürlich rapide. Aber sie haben kein Zertifikat dazu gehabt und das war auch leider keine gute Uhr.
Aber sie kriegen, ich habe das eben Tony schon gesagt, sie kriegen eine First Robbery Rabbit. sie wurden ausgeraubt, aber das, was die Uhr gekostet hat, ziehe ich ihnen von einer echten ab. Okay, wunderbar. Das heißt, die 3000 kriegen sie dann bei mir einfach für ein Segment, was sie, wo sie sagen, okay, das ist mir, sieht besser aus. Perfekt, vielen Dank dafür. Ja, das möchte, können wir vielleicht... möchte Sie jetzt nicht korrigieren, aber haben Sie nicht gerade bei mir gesagt 5000? Nein, no, ich habe 3000 gesagt. Okay. He tried at least. Ja, awesome. Das ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Ja, kein Problem, wunderbar. Also vielen Dank für das Angebot. Yes, sie, wenn Sie die Uhr bringen, wir zerstören Sie, kriegen Sie automatisch den Rabatt. Bei Tony weiß ich das, bei Ihnen. Sie können vielleicht noch ein bisschen damit angeben, keiner weiß es, außer ich. Und Ihre Freunde. Ja. Das können wir erinnern, LibertyNet ist, glaube ich, überall erreichbar. Hm. Und Sie haben die Kette in die gleiche Ladung gekauft? Hm, ich will nicht. Also die Kette hat mir Markus tatsächlich geschenkt. Dementsprechend. Ameriko. Genau. Ah, alright, gut, dann will ich nicht mal gucken. Aber bei Ketten sind wir gerade noch nicht so auf dem neuesten Stand. Wir haben nur den Focus on Watches right now. Okay, also cool. Ich freue mich natürlich, wenn Sie Ihr Sortiment erweitern, um noch mehr, wie sagen Sie, Jewelry. Ja. Eine Rosenkranz wäre fantastisch. Ja, eine Kreuzkette wäre wirklich schön. Ja, ja, Kreuzkette. Ja, wir sind natürlich dran. Ja. Ich habe jetzt mit Breezy einen Experten im Boot, der sich was so Ketten angeht und einfach auch so Special Pieces einfach auch sehr gut auskennt. Ja, richtig. Das und ist wir, ja schon. Ne? Und ja, wir, ja, wir hatten da schon drüber gesprochen. Wir werden das Sortiment erhöhen. Ich habe ja schon gesagt, Siegelringe, Eheringe, Signature Jordan Jewels Watches wird es auch geben. Und dann ist das eine very exciting business. Wo ist denn Mr. Ortega jetzt gerade hin? Der muss kurz eine Lieferung für die Mexican Bar abholen. Alright, alright. Cool. Ja, ich denke, dann wollen wir jetzt noch gucken oder wollen wir es später mal machen, Tony? Ja, das ist, wie Sie möchten. Mir ist das egal. Ja, ich weiß, dass wir heute noch ein Appointment haben, deswegen würde ich es jetzt nicht übertreiben. Ich brauche ein bisschen Zeit für die Watch. Ja, das heißt, wir machen einfach ein andermal. Natürlich, ich komme auf Sie zu einfach, wenn ich dafür Zeit habe. Yes. Perfekt. Breezy, hast du irgendwelche Fragen jetzt im Umgang? Nein, gar nicht. Also ich finde sie mich einleuchtend. Ich meine, ich kenne die Herrschaften und die Dame ja auch schon vorab. Yes. Weil wir auch zusammen ein bisschen Geschäfte in Richtung Videos gemacht haben. Cool. Also ich konnte die Erfahrung schon direkt mit einbringen. Nice. Perfekt, ne? Und ja, und die verkauft, das zeige ich nochmal separat, aber der wird dann einfach so stattfinden, das habe ich dir ja schon erklärt. Ich habe den Kunden analyzed. Ich denke, was frage ihn auch, wo er interested ist. Und dann machen wir so ein paar Übergänge. Ich konnte jetzt leider für die Valentina jetzt ein Piece nicht haben, weil die Armband zu groß ist. Das ist da müssen wir eine separat einstellen nochmal. Ja, das ist schade. Das ist wirklich eine Sache, wo wir ein bisschen dran arbeiten. Wir müssen an die Ladies custom an die Ladies auch ein bisschen, ich meine, Jewelry und Frauen, right? Ja, man sollte meinen, right? Aber ja, alleine bei meinen normalerweise Ketten. Setzt man ein, zwei Glieder ein in eine Uhr und dann ist sie größer, dann man nimmt zwei, drei raus und dann ist sie kleiner, aber... Ja, das ist ein bisschen... Die haben auch alle immer so extravagante Patente für Verschlüsse. Wenn sie die Oyster-Verschlüsse sehen, dann sind die da sehr sensibel. Wenn das nicht ein Watchmaker macht, dann ist es grundsätzlich eine schlechte Idee. Und so eine... es ist ja auch alles Signature und so. Okay. Aber wir kriegen das schon hin. Ich habe gute Connections, da werden wir nochmal sprechen. Ja, ich spreche awesome. Ja nochmal mit Santo Capra. Ne? Also ich kümmere mich auch um meine Ketten hier an der Stelle, ne? Weil ich bin ja bis jetzt nur mit dem Men's Department in Kontakt, aber ich kriege das auch bestimmt mit dem Women's Department hin, gar kein Thema. Ja, wir hatten da ja mal gesprochen über diese Kreuzketten. Ja, die Kreuzketten, richtig. Also da sind sie auch nicht der Einzige. Ich habe so oft Anfragen vorhin gerade noch von einer halben Stunde wegen einer Kreuzkette. Ich denke mal, da werden wir dran arbeiten, kein Thema. Ja, wunderbar. Okay. Mal wieder Großstadtfläche. Verfolgungsjagden ohne Ende. Yes. Okay, Breezy, ich denke, das war's schon für heute. Ich werde jetzt gleich mit den Ortegas noch was essen gehen. Ja, kein Problem. Und dann, denke ich, kümmere dich noch um die Nuggets, right? Ja, ich habe schon ein bisschen Werbung gemacht. Ne? Wenn du was brauchst, ruf mich einfach an. Oh, sweet.
Ja, ich bin auch stark. Cool. Er steckt motiviert. Dann sehen wir uns entweder heute Ruf durch oder erst morgen. Ja, wann bist du im Business-Meeting? Ich habe jetzt noch was und dann muss ich mal gucken, wie lange das heute noch geht. Ja, alles klar. Ich klingel einfach zwischendurch. Einfach mal anrufen, right? Ja, mach ich. Ja, cool. Bis später dann. Bis dann. Bye. Hashtag adios. Ja, Hashtag adios, mal richtig. Awesome. Sehr schön. So, und alle ausgestattet, oder wie? Erstmal habe ich nur die Tony-Uhr vernichtet, weil die war fake. Und Jacksons habe ich noch nicht hier, aber die kriege ich noch, dann ist gut. Und dann gucken wir, ich gebe den Rabatt auf die Fake-Watches, mit denen man das gekauft hat, auf eine echte. Das heißt, First-Time-Robbery-Rabatt. Alles klar. Okay. Hat sich schon jemand gemeldet wegen dem? Ich weiß es gerade noch nicht. Ich habe gerade eine Lieferung für unsere Bar entgegengenommen. Das Gespräch da ist gerade was anderes. Ist was anderes? Mhm. Sellpoint, Tanaka. Das heißt, die haben sich bisher immer noch nicht gemeldet. Okay. Eieiei. Soll ich mal eine Runde am Clubhaus vorbeifahren, einfach nur mal gucken? Das haben die nie gehört. No, brauchst du nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, verdammt. Die Treffen mit den Lost, haben Sie gesagt. Schön. Ja, wir wollten heute noch mit den Lost und den Black and Whites kleinen Teaser-Gespräch führen. Of course. Die hätten wir dann, wenn das jetzt hier vorbei wäre, dann hätten wir die eingeladen, in die Bar zu kommen, genau wie letztes Mal. Dass Tony und Jackson da abholen fahren und jeweils maximal zwei mitbringen nacheinander, dass wir mit denen kurz ein Mini-Gespräch in der Bar führen können. Okay, ich gucke kurz, wer da steht. Schön. Das heißt. Hello, sprechen Sie einfach durch die Gegensprechanlage. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Abend, Herr, wir wollten uns mal informieren, ob Sie Eheringe führen. Ja, das machen Sie. Gehen Sie einen Schritt zurück. Ich muss kurz das Verschlusssystem öffnen. Ich komme kurz raus und erkläre die Situation, right? Das ist ein Schlüssel. Awesome. Sie wollen Eheringe machen? Ja. Ich meine, gucken Sie mal die Leckerbissen an, die muss ich heiraten. Das kann ich Sie nur beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen Eheringe für Sie. Und das ist aber gerade noch Problematik, weil wir noch nicht officially open sind, right? Ich kaufe gerade noch die Grundstoffe ein. Ich brauche dafür Gold und Platin a bit. Und dann machen wir Eheringe nach Ihren Vorstellungen. Oh, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Sie können sich in der Zeit, in der wir noch nicht richtig offen haben, dass wir, können Sie sich schon mal so vorstellen, wie es aussehen soll? Soll es Klassik werden für Gold? Für den Herren? Oder wollen Sie etwas mit Steinen? Ja, Geld spielt gar keine Rolle, der Herr. Ja, da denke ich auch. Sie haben ja gesagt, Sie haben hier die absolute Jackpot gemacht. Und ich denke, wenn Sie da so 20.000, 30.000 ausgeben, ist das exakt das, was Sie. Ist das genau das Richtige? Awesome. Awesome. Gut, dann kommen Sie einfach, wenn wir Öffnung haben, kommen wir vorbei, dann bringen Sie mir die Ideen und ich mache Ihnen einen Custom Wedding Ring, right? Awesome. Yeah, awesome, yeah. Thank you very much. Dann sehen wir uns später, right? Ja, klar. Cool, dann bis später. Scheiße. Das macht alles keinen Sinn. Sind das Ihre nächsten Kunden? No. Achso. Die wollten nur einen Wedding Ring, aber ich habe denen den Preis gesagt und haben die angefangen zu weinen. Oh. Nun. Ja, was soll man sagen? Es gibt nicht so viele privilegierte Leute wie uns. Yes. Ja, ich muss mal gucken, aber ich kann jetzt auch die Qualität nicht runterschrauben, nur weil jemand zu geistig ist, seine Frau richtig zu verwöhnen, right? Das stimmt wohl. Wie haben Sie das geplant? Wollen Sie bei diesen kleinen Teaser-Gesprächen dieses Mal dabei sein? Yes, oder? Of course. Okay. Zu den Teaser-Gesprächen komme ich gerne mit. Alles klar. Die sind aber halt wirklich sehr kurz. Die bekommen nur eine kleine Introduction, könnte man sagen, und bekommen gesagt, dass die sich morgen
dann abends einen Zeitraum blocken sollen. Yes. Okay. Valentina, ich habe die Lieferung vorhin entgegengenommen. Und er hatte noch eine größere Packung mit 100 Churros gefüllt mit Schokolade dabei. Die habe ich direkt noch mitgekauft. Oh, das klingt doch super. Also ich habe ihm auch ein bisschen Trinkgeld gegeben, ne, davor, dass die nächste Male alles genauso glatt läuft wie dieses Mal. Und er hat noch gesagt, wegen den Preisen, also er hat uns das jetzt für 50% gegeben, damit wir die gleichen Verkaufspreise nehmen können wie die. Das habe ich ja den Leuten von der Baybar auch so gesagt. Okay. Das heißt, wir müssen dann mal gucken im Liberty.net auf den Speisekarte von den Juan, wie viel das alles kostet. Nee, Marie. Sehr schön, sehr schön. Immer noch keine Meldung. No. Die machen es spannend. Ich wäre wirklich, also das wär ja fantastisch, sollte das wirklich sein, dass die Latinos Spitz bekommen haben, dass den AOD das waren und dass die schneller waren und die dementsprechend jetzt, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen auf Manhunt gehen. Awesome. Das wäre sehr exciting. Die Frage ist natürlich, aber wenn sie da, die haben gesagt, da war schon jemand dran, right? Ja, also muss, die, das es waren, nicht gesagt. Es waren drei Wagen. In einem war eine Kiste mit 40 Magazinen, yes. In einem eine Kiste mit 30 und in dem letzten auch 30 Magazine. Und in einem von den 30ern lag die Munze dabei. Und wir haben denen ja gesagt, wir wollen die komplette Ware, aber nur die Ware, die mit der Munze gekennzeichnet ist. Ja? Also die brauchen hier keine 100 Magazine anschleppen, wenn sie nicht die Munze dabei haben. Okay, und wir haben die Initiation Call gemacht um 20.40 Uhr, right? Okay. Also jetzt 45, würde ich sagen, ist absolute Deadline. Und die Frage ist, wie geht man jetzt mit dieser Sache um? Naja, weil, wir haben gesagt, anderthalb Stunden. Dann haben die noch bis kurz nach 10 Zeit. Ich persönlich bin der Meinung, sollte das nicht rechtzeitig passieren, dass sie uns Bescheid geben, dann ist das Ding sowieso durch. Valentina hat allerdings einen guten Punkt, denn sollte es dazu kommen, dass diese beiden Parteien sich gegenseitig niederschießen und eine davon kommt ins Krankenhaus, naja, dann können die Deadline ja gar nicht einhalten. Ja, ich würde sagen, wir machen uns erstmal nicht verrückt. Und fahren einfach mal zu der Initiation-Teaser, zu dem First One, right? Sollen wir direkt hinfahren? Weil zu den anderen Initiation haben wir die eingeladen, beziehungsweise zu uns gebracht. Yes, können wir es machen, wie die wollen. Ich würde die tatsächlich wieder zu uns bringen. Einfach wegen Sicherheit, richtig. Einfach wegen der Sicherheit und aus dem Grund, dass wir somit auch direkt ein bisschen... Naja, ne, das Wort in der Stadt verbreiten, dass es die Casa Calavera gibt. Awesome. Bei Fliegen mit einer Klappe. Also fahren wir in die Bar. Fahren wir in die Bar, okay. Cool. Sehr schön. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt dahin und dann rufst du den los dann. Okay. Und was ich schließe noch alles ab. Black and White Max hatte gesagt, dass er noch da ist. Okay. Wir müssen. Ich schließe auf. Ja, sie muss die nicht auf den Kopf. Nee, dabei. ich denke nicht, oder? Absolut. Dankeschön. Wie ist eigentlich, sind die Waffenscheine noch aktuell? Sie. Okay, ich fahre mit meinem eigenen Fahrzeug, wa? Alles klar. Dann bist du gleich an der Bahn. Yes. So stelle ich mir das mit dem Uhren kaufen und verkaufen vor. Das heißt, durch diese Zertifikate kannst du halt das komplett argumentativ aufbauen und wenn du Leute hast, die das machen wollen dann, und die freuen sich, dass sie ein Zertifikat haben und so, ist doch geil. Ich fand das sehr, sehr geil.
Natürlich so amateurhaft, wie ich es mache, aber trotzdem cool. Und ganz Liberty City hat gefälschte Uhren. Nee, die richtigen Namen kannst du nicht reingeben. Ich muss mal, vielleicht nennen wir die Items um irgendwo. Muss mal gucken. Und das war dieser grünhaarige Typ, oder wie? Sie mit dieser rosahaarigen Dame dabei und noch andere. Hm. Ah, ja, die vorhin bei ihm vor den Laden waren. Hm? Die haben sich dann auch ganz schnell aus dem Staub gemacht irgendwie. Ja, die haben tatsächlich überfallen sie das Drusillas, war das? Und da war Isabella gerade anwesend. Oder die wollten das überfallen, oder? Die wollten überfallen, aber wie soll ich sagen, der Besitzer hat sehr schnell die Tür zugeschlossen. Wo sind jetzt die Jungs? Die waren gerade noch drüben beim Büro. Ah ja, die sind vor der Tür. Dann würde ich doch sagen, ruf du doch mal da diesen, wie ist er, Präsident Steve? Ich rufe diese Lisa, mit der habe ich eh schon... Oder die Lisa. Und dann sagst du denen, dass... fragst du die, ob die jetzt Zeit haben. Und dann holen die Jungs die gleich ab. Sehr schön. Wo bleiben meine guten Manieren? Senor Jordan, wollen Sie was trinken? Yes. Sehr schön. Ah, Senora, was wollen Sie denn? Schönen guten Abend. Wir haben, ich sehe mal schnell nach, was wir mittlerweile da haben. Ist so viel Tequila. Wir haben Patriot Bier immer noch da. Wir haben Mezcal da. Einen sehr guten. Wir haben Lagerbier da. Ah. Und immer noch ein bisschen Irish Whisky. Ich denke, ich nehme ein Lagerbier, right? Alles klar. Awesome. So. Die Flasche oder Glas? Geben Sie mir direkt in die Flasche, right? Alles klar, dann mache ich Ihnen die hier mal noch auf. Muchas gracias. Awesome. Gaben Sie eigentlich dazu gestern einen von Udos Tropfen zu probieren? Yes, sehr stark. Sehen. Ist eine, sehr, sehr stark. Er hat ja auch gesagt, es ist auf Fundament von die Doppelkorn. Und das ist... Das war wirklich ungewohnt, könnte man sagen. Ja, ist aber typical. Ich kann mich erinnern, dass sie in Hamburg das sehr viel Korn, Doppelkorn und diese wirklich günstige Snaps wirklich weggedrückt wurde. Das ist unglaublich. Schön. Die haben das... getrunken wie Wasser. Mhm. Ja, das ist ein bisschen wie die Russe mit dem Wodka, sehen. Ja. Es ist schon so übergegangen, konnte man sagen. Das macht für die alle gar keinen Unterschied mehr. Ich meine, ganz ehrlich, ist bei uns mit den Tequila nicht anders. Wobei, eine richtig gute Tequila oder tatsächlich eine qualitativ sehr hochwertige Mezcal ist immer noch ein absoluter Genuss. Ich habe gesehen, du hast ja auch den Tequila Anejo gesehen. Nee, den haben wir, glaube ich, von Senor Vince bekommen. Ah. Was mir hier vielleicht noch, ich weiß, das ist nur Bar, aber so Snacks, so Sandwiches or something.
Ja, wir haben tatsächlich, wenn Sie mal kosten wollen, wir haben Churros da. Oh, was war das? Das ist das kleine mexikanische Gebäck, könnte man sagen. Ah. falls Sie das mal gesehen haben, das sieht tatsächlich aus wie ein paar Pommes, könnte man sagen. Na, geben Sie mir, aber ich muss vorher mal telefonieren. Ich habe mich vergessen, dass ich mit der Jörg oder mit Udo gestern gesprochen habe. Können wir machen. Geben Sie mir einfach. Ich, mit Schokolade oder ohne? No, ohne. Alles klar. Jordan! Udo! Awesome. Udo, sag mal, ich habe, glaube ich, gestern mit Jörg gesprochen, right? Oder mit dir, wegen die ATM? Habe ich das... Hast du, glaube ich, mit dem Jörg gemacht. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Alright, weil Jörg ist gerade am Telefonieren und ich dachte, ich rufe dich einfach an, deswegen, right? Ich habe gestern mit Jörg gesprochen wegen ATM vor meine Store. Und wir hatten heute schon ein paar hochkarätige Kunden vor Ort, die eine gewisse Summe und so abgehobt haben und so. Und es wäre gut, ich habe den jetzt noch nicht gesehen. Wie schnell kriegt ihr den da hin? Das ist morgen da, du. Das ist morgen da, ist kein Problem. Kümmere ich mich drum. Dass das einfach direkt next to the store ist und wir dann einfach da auch mal was abheben können, weil du weißt, das ist... Das sind große Beträge, die da rübergehen. Right? Ja, hättest du den gern in der Wand oder hättest du den richtig auf dem Boden stehend? In die Wall eingelassen am besten. Sehr schön, dann kriegen wir hin. Das gebe ich dann weiter, dem Ingenieur. Und dann steht das Ding morgen da, du. Awesome, Udo. Und wir machen so langsam die ersten Schritte Richtung Selling. Und ich muss mal gucken. Und du musst mal schauen, wie flexibel ihr seid. Ich würde euch gerne mal beraten in der Ungame, right? Ah, ich verstehe. Wollen wir dann mal irgendwie mal bei dir im Laden, willst du das bestimmt machen, ne, mit der Beratung? Yes, ich bin gerade noch am experimentieren mit den Abläufen, right? Und ich will gute Bekannte reinholen und die einfach mal den Ablauf ausprobieren, wie wir das machen, right? Ah, ich verstehe. Wieso Tests? Kann ich ihn. Yes, ja, genau. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir irgendwelche Spritzen irgendwo reinhauen oder sowas, sondern wir machen einfach nur, ich erkläre euch Dinge und ihr sagt dann einfach, okay, das war gut oder das hat mir gefallen und das, so finde ich das in Ordnung, weil wir wollen ja hohe Maßstäbe, right? Wollte schon sagen, bei der Spritze da muss ich erst an Frankfurt denken, aber wir sind ja hier in Liberty. Nee, das ist kein Bahnhof hier. Manchmal habe ich das Gefühl, je nachdem, in welcher Ecke du hier in Liberty bist, da muss man echt aufpassen. Habe ich dir ja schon gestern gesagt. Ne? Yes. Awesome. Ich rufe einfach nochmal an und wenn ich genau. Zeitfenster habe und vielleicht habt ihr dann auch eins und dann können wir gucken. Auf jeden Fall, so machen wir das, Minion. Udo, dann bis Jordan. Später, right? Alles klar, bis später, Minion. Mach's gut. Awesome. Da kommt morgen dann direkt ein ATM zu dem Store. Ah, sehr schön. Ja, wir haben das ja auch noch überlegt, aber ich denke mir, drüben bei Liberty Records ist halt eine ATM und dann wäre es irgendwie komisch, wenn hier auch noch mal eine rumsteht. Ja, das verstehe ich. Ich habe halt leider auch eine. Aber die Summen sind so groß. Einmal die Churros. Das stimmt, bei Ihnen stimmt das sehr wohl. Das ist dann alles ein bisschen different. Ja, also für, was denn? Zu Ihrer Information, Senior Jordan, der Vice-Präsident von den Los MC wird jetzt kommen. Der Präsident ist wohl nicht da. Wer ist denn der Vice-Präsident eigentlich? Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Die haben den Namen nicht gesagt. Oh, okay. Was mit die anderen? Mit die Leute? Mit die, die Black and White haben gesagt, die sind bis nach 10 Uhr auch auf jeden Fall noch erreichbar. Jetzt der Senior Max. Was machen wir morgen vor das Gespräch vor an Zeit? 20 bis 21 Uhr oder? Ja, das ist fine with me, ja. Ich habe 19 Uhr direkt halt diese Feuerbegehung. Achso. Ja, Sie müssen sagen, wie Ihnen das dann passt. Ja, ich bin am 19.30 Uhr bis 8 Uhr habe ich diese Begehung und dann. Dann würde ich sagen, sagen wir denen, ab 20.30 Uhr melden wir uns. Yes. Dann sollen die sich eine Stunde, also so maximal eine Stunde sollen die sich frei halten. Awesome. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, lassen Sie sich die Churros schmecken. Ah, yes. Die sind, man kann sich vorstellen, ein bisschen wie eine Spritzkuchen. Hm. Mit dem Unterschied, dass es noch halt in Öl frittiert wurde und dann am Ende mit ein wenig Zucker überstreut. Oh. Delicious. Ist, wie sagt man,
Vor Zuckermäuler. Ich höre Leute, die etwas Süßes mögen. Da geht der Tequila auch viel besser runter. Ja, ich bin ja noch der Typ für die Classical Medium Rare Steak, right? Oh, sieh, da würde ich mich tatsächlich auch sehen. Ich weiß gar nicht, ich habe bisher, aber hier glaube ich noch kein richtiges gutes Steak irgendwo bekommen. Also wenn Wer Sie hat immer mal den Spanferkel von Perestroika? Stimmt, der Spanferkel, das war gut, aber da nichts geht über eine gute Entrecot oder ein Rumpsteak. Yes. Haben Sie gestern eigentlich noch, ich weiß das gar nicht mehr, diese Zigarettenmarke da von Senior Udo mitbekommen? Yes, ich habe sie sogar hier dabei gerade. Ah, perfekt. So kann ich hier drinnen rauchen? Ja, natürlich, natürlich. Of course. Ah, die Gäste sind da. Was, wo? Die sind gerade reingefahren, hast du nicht gesehen? Oh? Ich gehe mal meine Brille vielleicht putzen. Warte mal. Die sind ums Eck. Moin. Hola, Signore. Signor Silva war das. Mister. Ortega. Ja, Mister, sag ich doch, Meister. Ach so. Ach so, alles klar. Acht immer diese Sprachbarrieren. Ja. Sehr schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ja, sehr gerne doch. Wir wollten diese kleine Möglichkeit hier nochmal nutzen, um uns Ihnen nochmal ordentlich vorzustellen und Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, warum wir hier überhaupt in der Stadt sind und warum sich das für Sie tatsächlich lohnen konnte. Ja, Sie wollten noch Boote verkaufen. Natürlich. Ich denke aber, heute wird es weniger um die Boote gehen. Mhm. Alles klar. Schade. Wir sind ganz also, wir sind der Familie Ortega. Sie, mein Name ist Amado Felix Ortega. Und warum wir hier in dieser Stadt sind, ist tatsächlich wegen einem Mann, den Sie noch kennen konnten. Konnten Sie sich noch erinnern an Senor Gustavo Carreo Fuentes? Nie gehört. Nie gehört. Ganz sicher. Auch bekannt unter dem Namen Gas. Ah. Beiläufig vielleicht mal. Beiläufig. Senor Silva, wir müssen hier keine Geheimniskrämereien machen. Wir sind über alles bestens informiert. Ich weiß sogar über Ihren derzeitigen Waffenbestand Bescheid. Oh, was haben wir denn? Oh, was Sie haben? Sie hatten mal eine wundervolle Produktion von Schrotflintenteilen. Sie haben ein paar Schrotflinten noch auf Lager und meinen Informationen nach besitzen Sie sogar eine Maschinenpistole. Scheiße, der Mann ist noch schlechter Standbescheid als wir. Dementsprechend ganz transparente Kommunikation hier, denn wir wissen über alles bestens Bescheid. Warum sind wir hier wegen Senor Fuentes? Senor Fuentes hatte es sich ja damals zur Aufgabe gemacht, die Produktion von den Waffen ebenso wie den Verkauf hier ins Inland zu verlegen. Leider hat er das nicht mit seinen Geschäftspartnern abgesprochen, zu denen unter anderem auch wir zählten. Wie Sie sicherlich wissen, weiß Senor Carreo Fuentes mittlerweile nicht mehr unter uns. Aus genau eben diesen Gründen. Dementsprechend hat sich eine, wie konnte man das sagen, es hat sich eine kleine Vakuum ergeben. Ein Markt ist frei geworden. Und dieser Markt muss natürlich in Zukunft auch befüllt werden. Denn Sie können definitiv Werkzeuge gebrauchen, um Ihre Anliegen durchzusetzen, würde ich mal meinen, oder? Um gewisse Interessen zu vertreten, ja. Sie, eben, eben. Und tatsächlich genau deswegen sind wir hier. Darüber will ich heute aber noch gar nicht so viel erzählen. Was für Sie nämlich wichtig ist, ist, dass wir dieses Gespräch ganz in Ruhe morgen führen werden. Haben Sie morgen in dem Zeitraum so ab 20.30 Uhr vor eine Stunde lang Zeit. Haben wir. Also Perfekto. Ich zumindest. Steve? Ja, krieg ich schon irgendwie hin. Tipptopp. Dann werden wir uns morgen bei Ihnen melden und werden Ihnen dann einen Treffpunkt durchgeben. Und dort werden wir dann diese Dinge nochmal in Ruhe besprechen.
Worauf Sie sich allerdings schon mal einstellen können, das ist nämlich eine beiläufige Sache. Die, nennen wir es mal die Feuerprobe, damit wir sehen, wie kompetent Sie sind und damit wir evaluieren können, ob wir in der Zukunft Geschäfte mit Ihnen machen wollen. Diese Feuerprobe wird Sie, ich sage mal, zeitnah erwarten. Wir haben einen Auftrag für Sie, den Sie erledigen werden. Und anhand dessen wir uns ein Bild davon machen, wie fähig Sie sind, gewisse weitere Aufträge in der Zukunft auszuführen und damit auch einen Fuß in das nächste Waffengeschäft zu setzen. Gut, ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, sage ich Ihnen vor Ihrem Plan, was auch immer es sein wird, wir werden uns nicht gleichzeitig mit anderen duellieren. Nur, dass ich das einfach mal hier in den Raum geworfen habe. Es ist in der Vergangenheit ein paar Mal vorgekommen, dass wir das Gefühl hatten, wir fahren zu einem Duell. Das sehen wir nicht ein. Ja, dann sind Sie raus. Awesome. Tatsächlich ist das genau, wie der Senior sagt. Sie sind hier in einem Geschäft unterwegs auf der Straße und haben auch in der Vergangenheit Geschäfte betrieben, für die es Konkurrenz gibt, weil es immer Leute gibt, die an dem Stück vom Kuchen interessiert sind, das sie haben. Und wenn sie auf der Straße weiterhin ihren Geschäften nachgehen wollen und wenn sie solche Geschäftszweige in der Zukunft weiter betreiben wollen, dann kann ich Ihnen nur sagen, müssen Sie Ihre Interessen, Ihre Geschäftszweige auch gegen andere verteidigen. Da kommen Sie nicht drum herum. Und ob das in Form eines Duells stattfindet oder ob jemand bei Ihnen vorbeikommt oder Sie mal bei denen vorbeikommen, das macht am Ende keinen Unterschied. Es wird immer auf Konfrontation in Ihrem Business natürlich hinauslaufen. Natürlich, Konfrontation ist das eine. Aber wenn ich an eine Stelle 5 verschiedene Gruppierungen schicke, und einfach nur schaue, wer kommt am Ende aus dem ganzen Wust wieder raus. Wer macht denn so etwas? Ja, muss ich mich da aufklären? Boah, das ist in der Vergangenheit vorgekommen, sagen wir so. Ja, ich habe ja gesagt, volle Transparenz. Ich rede mit Ihnen hier offen, also können Sie mit mir offen auch reden. Bei wem ist das vorgekommen? Ja, also ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ab und zu bekommt ein Mitglied von uns einen Anruf und sagt, da und da steht ein Container. Holt das Zeug raus, wir fahren hin und auf einmal tauchen da 20 Mann auf und da wird dann grundlos in der Gegend rumgeballert. Und ganz ehrlich, ich bin bereit, meine Interessen auch mit meinem Leben zu verteidigen, aber nicht, wenn es darum geht, irgendwo, sag ich jetzt einfach mal, Zigaretten zu klauen. Also ich sage Ihnen, wie es ist, wir sind nicht daran interessiert, hier in der Stadt einen Großkrieg anzuzetteln. So etwas weckt viel zu viel Aufmerksamkeit und ist am Ende schlecht fürs Geschäft. Aber ich bleibe dabei und dort werden Sie sich entscheiden müssen, ob Sie bereit sind, auch mal Aufträge anzunehmen oder vor allem für diese Sache einen Auftrag anzunehmen, bei dem Sie sich durchaus mit anderen Leuten auseinandersetzen müssen. Denn das wird in der Zukunft immer und immer und immer wieder vorkommen. Und ich bin ehrlich mit Ihnen, ich kann keine Geschäftspartner oder keine Dienstleister gebrauchen, die Angst davor haben, sich mit Leuten zu duellieren. Aber wir reden hier nicht von einem Großkrieg. Dann sind wir auf derselben Seite, dann sprechen wir von demselben. Sehr gut. Dann, wie gesagt, morgen 20.30 Uhr blocken Sie sich ungefähr eine Stunde. Wenn es schneller geht, geht es schneller. Wir werden Sie dann kontaktieren, geben Ihnen etwas durch und dann erfahren Sie von uns ein paar weitere Einzelheiten, die für die Zukunft für Sie sehr relevant sein können. Ich gebe Ihnen allerdings einen kleinen Tipp schon mal mit. Sehen Sie zu, dass Sie in der Zukunft genug Werkzeuge haben, um vielleicht das ein oder andere Fahrzeug aufzuknacken. Das sollte kein Problem sein. Der schon, Senores. Also, morgen findet ein Gespräch statt oder morgen findet... Morgen findet ein Gespräch statt. Alles klar. Ein ausführlicheres Gespräch als nur diese kleine Kurzfassung hier. Wie viele Leute sollen wir mitbringen? Einen Wagen maximal, also 4 Leute. Alles klar. Gut. Ich brauche noch die Telefonnummer von dem Senior Vice President, bitte. Es ist die 152 411.
Und Ihr Name war bitte nochmal? Ronny. Ronny, okay. Muchas gracias. Sie werden dann von mir persönlich kontaktieren. Gut. Valentina wird in der Zukunft sowieso Ihre Hauptansprechpartnerin sein. Und, Senores, normalerweise sage ich das nicht nochmal, da das jetzt hier aber die erste richtige Zusammenkunft ist, will ich das nochmal einfach hervorrufen für die Zukunft. Wir sind für Sie natürlich nur die Familie Ortega und nichts anderes. Wir werden nicht zufällig spontan an irgendwelchen Orten über irgendwelche Geschäfte dieser Art reden. Wenn Sie Bedarf haben, mit uns zu kommunizieren, dann melden Sie sich bei uns. Wenn wir Bedarf haben, werden Sie davon hören. Ich will aber nicht von Ihnen irgendwo im Park oder im Continental auf irgendetwas von diesen Geschäften angesprochen werden. Wenn wir Aufträge für Sie haben, dann bekommen Sie die. Wunderbar. Gleiches kann ich nur so zurückgeben. Wir haben gewisse Hierarchien bei uns. Nicht jeder weiß über alles Bescheid. Deswegen bitte ich Sie dann, wenn irgendwas in diese Richtung sein sollte, unseren Vice President bzw. unseren Präsident, den werden Sie dann eventuell morgen auch kennenlernen, anzusprechen und nicht einfach irgendjemand, der von uns gerade mit der Kutte auf dem Hof rumsteht. Und was ist mit, wenn ich das richtig sehen kann, mit dem Road Captain, mit Ihnen? Wäre schlecht, wenn Sie mit mir nicht darüber sprechen könnten. Ja, eben. Genau. Deswegen, aber sie hatte sich nicht mit aufgestellt. Perfekt, und dann merken wir uns das vor, diese drei Kontakte. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Senores, awesome. Dann sage ich Ihnen an dieser Stelle danke erstmal und vielleicht hat mein Geschäftspartner noch etwas zu sagen. See you tomorrow. Ja, wunderbar. Sehr schön. See you later, alligator. Adios. Adios, Senores. Ciao, ciao. Ich kenne mich jetzt nur nach diesem Gespräch mit den Angels aus, mit der Hierarchy, right? Und die haben das ja auch gesagt, aber war der andere nicht der scheiß Vice President, right? Nee, der hat den Mund nicht abbekommen. Ich weiß auch nicht, warum nicht der Vizepräsident geredet hat. Ich muss auch sagen, die Situation with the if we don't want to duel, this is too stressful for us. It's a red flag, right? Ja, also, ich finde das auch sehr komisch. Und Wir werden sehen, wie die sich gegen die Ghetto-Jungs anstellen, ne? Die Frage ist jetzt natürlich, ob das so eine Auftragssache war, die von Senor Carrillo Fuentes kam, oder ob das eine Sache von Vincent den Palettis ist. Konnte man fragen. Ja, es ist trotzdem eine freie Decision, right? Wenn du hinfährst, um das zu machen, dann fährst du hin, um das zu machen, und wenn nicht, dann nicht. Ich verstehe diese Jammerei nicht. Aber ich meine, Sie haben sich ja jetzt dazu bereit erklärt, dass, sich das anzuhören, und insofern werden wir es darauf ankommen lassen. Sollten die am Ende, Sie kriegen das Angebot für diesen Auftrag, und wenn Sie den nicht wahrnehmen, Sekunde. Dann würde ich sagen, hat Black and White eine Freikarte. Señor Cruz. Hola, wie geht es Ihnen? Die Deadline wäre jetzt langsam rum, right? Same. Awesome. Sie haben die Münster gefunden. Warte, wie verstehe ich das? Hatten Sie Ware oder hatten Sie keine Ware? Und die Ware wurde Ihnen abgenommen und die Münze haben Sie noch. Sehr interessant. Senor Cruz, wo befinden Sie sich gerade? Oh, das ist unangenehm. Dann schon mal eine gute Genesung an dieser Stelle. Senor Cruz, awesome. Ich würde mich in ungefähr 10 Minuten nochmal bei Ihnen melden. Bis dann, adios. Und das ist der Grund, warum die Latin Kings nur 50 Magazine haben. Sie haben den AOD die Magazine abgenommen, aber der AOD hat verschwiegen, dass sie eine Münze haben. Ah, und die wusste nicht, wonach sie suchen sollen. Richtig. Aber sie haben dann nicht zugehört beim Briefing, weil klar gesagt wurde, dass es eine Signature gibt. Okay. Und jetzt sind wir natürlich an einem Zwickmühle, right? Weil wir haben auf der einen Seite jemanden, der überfallen wurde von jemandem, und auf der anderen Seite hat er einfach nur nicht gefragt nach die Münze.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen klaren Ablosen und auf der anderen Seite haben wir einen schlampigen Fehler. Yes. Ha. Aber das heißt, warte mal, und wer hat jetzt die komplette Munition? Die Latin Kings, right? Aber die haben nur 50 von 100. Willst du mir jetzt sagen, die... Vielleicht haben die den Rest in die Angels reingeballert. Ich habe gerade schon ein bisschen das Gefühl, dass die Latin Kings einfach nur die Angels abgefangen haben und die anderen Wagen gar nicht gecheckt haben. Probably, ja. Wäre aber okay. Interesting. Das musste man mal bei den Lattungings fragen, wie das da gelaufen ist. Ah. Ja, gab schon Feedback? Theoretisch musste man ja sagen, dass die Lattungings bis auf diesen schlampigen Fehler sich hier durchaus als Durchsetzungsstärker gezeigt haben. Ich würde Folgendes vorschlagen. Aufgrund dieser besonderen Situation kriegen peripherieren wir die Latin Kings für erstmal für die Production, die Angels haben straight up halt den Coin. Das bedeutet, sie würden trotzdem zugelassen für Services, right? Schön. Es aber wäre sozusagen wollen Sie von dieser ersten Mission wirklich schon die Produktion? Keep an eye on them. Wir wissen also, okay. Sie haben nur nicht gewusst, wonach sie suchen. Und vielleicht ist das ein Makel, den man verzeihen kann, wenn es doch sehr schwammiges Briefing gab. Weil wir nicht gesagt haben, suchen sie nach einer Münze. Sondern suchen sie nach einer Signature oder Marking, right? Und, ja gut, das konnte man für die Zukunft übernehmen. Ich wusste nicht, dass man das vorkauten. Ja, yeah, aber jetzt wäre mein Vorschlag, dass wir sowohl die Latin Kings beglückwünschen für ihre Arbeit, aber nochmal klar machen, dass sie zwei Dinge beachten müssen. Die erste Mittensache ist, dass sie zwar die Aufgabe erfüllt haben, aber die Signature nicht da war, weil wir ihnen jetzt, was halt der Coin ist. Wir werden eben den Coin aber aushändigen. Und die zweite Sache ist, dass wenn wir sie nochmal dabei erwischen, wie sie nach einem Treffen direkt mit dem Mr. Tucker sprechen, dass wir unsere Partnerschaft oder die potenzielle Partnerschaft komplett vergraben. Weil das ist das, was die gestern gemacht haben, right? Same. Und wenn die da kein Interesse haben, ist das ja kein Problem. Die sollen sagen, okay, wir haben da keinen Bock drauf, ist alright. Wir statten ihre Konkurrenten mit allem aus, was sie brauchen, um sie von ihrem komischen hohen Ross zu stürzen, right? Aber wenn sie glauben, sie sind die krassesten und die besten und sie haben alles, dann sollen sie gucken, wie lange. I don't mind it. Okay, awesome. Das bedeutet... Und was sagen wir den AOD, dafür, dass sie jetzt zwar die Munze haben, aber den, wie sagt man das, den Hauptgegenstand des Auftrages nicht? Da werden wir das andersrum machen. Da werden wir sagen, hey, you got lucky, right? Wir wissen, dass die Münze da ist und wir werden die Münze auch entsprechend benutzen und verwerten und wir werden auch sagen, wofür. Aber wir werden ihnen klar machen, dass die Konkurrenz nicht versagt hat aufgrund eines überlegenen Verhaltens, sondern aufgrund von einem kleinen Fehler. Weil wenn die gewusst hätten, dass sie nach einer Münze suchen sollen, hätten die komplett vernichtet. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir den Black-and-White-Gespräch erstmal verschieben oder sollen wir das jetzt schnell noch machen? Auch der liegt im Krankenhaus. Jetzt dann sollten Sie die callen vielleicht. Dann machen wir das jetzt noch und dann ist das okay. Aber was ich mich frage, warum meldet sich... Ich call Sie gleich zurück, right? Ja, kein Thema, Mann. Warum meldet sich die verdammten Latin Kings nicht? Weil die den Coin nicht haben. Ja, aber ich meine, Deadline ist Deadline. Maybe. Vielleicht, Sie haben noch ein wenig Zeit, vielleicht. Vielleicht sollten wir sie nicht... Sie vom Krankenhaus. Wir sollten vielleicht den Tag nicht vor den Abend loben, right? Vielleicht holen die sich gleich noch aus dem toten Fleisch ihres Gegners die scheiß Coin, right? Awesome. Na gut, warten wir mal ab. Aber holen Sie einfach die Black and White und dann ist es alright. Alles klar, dann machen wir das. Ja.
Okay. Sollen wir uns schon mal ins Viertel begeben zu denen? Markus, ja, ruft das, mich gerade. Das konnte ich machen. No. Markus? Gehe ich dann jetzt richtig in der Annahme, dass wenn wir die Übergabe später machen, dass sie denen auch direkt mitteilen wollen, wovor sie in der Zukunft die Munition gebrauchen können? Ja, yes, das würde ich persönlich einfach nochmal ins Gespräch bringen und dann ist gut. Okay, alles klar. Dann wäre das dann von der Aufteilung so, dass ich mich tierisch darüber aufrege, dass das alles nicht so funktioniert hat mit meinem Auftrag, wie ich das wollte, und den ein bisschen die Holle heiß mache, und dann erklären sie denen, was sie mit dem Mund zu machen konnten. Ihr holt den bei den Lowrider-Handel ab. Na, alles klar. Alright. Ich gehe kurz um die Ecke und wird mal richtig schön Wasser lassen, right? Ja, hier rechts in der Gasse hinter der Bar hatte ich ein öffentliches Klo. Ah, awesome. Markus. Ah.